Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei Elon Motors TV zu einer neuen Ausgabe. Heute der Sonderausgabe knapp 11.000 Kilometer mit dem Model 3 Standard Range Highland. Und meine Pros und Cons zu diesem Fahrzeug aus der möglichst objektivsten Brille, die ich mir aufsetzen kann, jetzt in dieser Sendung. Ich glaube, das wird eine ganz besondere und vor allen Dingen ist es die letzte Elon Motors Sendung, in der es ausschließlich um Tesla geht. Denn ab morgen startet mein neuer Kanal Mavericks Rides TV. Maverick ist mein Callsign als Pilot und ich möchte euch auf dem neuen Kanal mitnehmen, auf allen meinen Rides. Und im amerikanischen Englisch sind Rides sogenannte Fahrten oder auch Flüge in Flugzeugen, auf Motorrädern und Autos. Also jeder Ride seid ihr dann dabei. Dort stelle ich euch dann alle Autos vor, die irgendwie in meinem Sinne was Besonderes darstellen. Und das ist dann natürlich nicht nur ausschließlich ein Elektroauto, sondern das können natürlich auch ganz besondere Autos sein, Sportautos und so Autos, von denen Autofans träumen. Und dazu gehöre ich natürlich auch. Tesla hat mir vor Jahren natürlich eine ganz neue Perspektive gezeigt, wie man Autos bauen kann. Und hier auf Elon Motors TV wird es auch weitergehen um Tesla, um die Elektromobilität. Aber auf dem neuen Kanal, da zeige ich euch mal, dass ich ein richtiger Sportwagen-Fan bin und natürlich auch Motorräder fahre und als Pilot um die Welt geflogen bin. Seit 30 Jahren bin ich Pilot, habe über 99, also 100 Flugzeuge geflogen, aus dem Kleinstbereich bis zum größten A380. Und ich hoffe, bald geht's los, dass ich euch mal mitnehmen kann. Natürlich aus dem Cockpit ist das immer sehr schwierig zu filmen, aber auf Flügen, auf Erlebnissen. Und da möchte ich jeden mitnehmen, der einfach mitreisen will und Perspektiven entdecken will, die er selber so nicht sehen kann. Auch beim Motorradfahren habe ich so das Motorradfahren lieben gelernt, denn ich bin oft mitgefahren bei vielen meiner YouTube-Kollegen, die mir gezeigt haben, wie schön Motorradfahren sein kann. Und Mavs Ride TV wird euch das zeigen. Und dort werden wir neue Autos analysieren. Nächste Woche geht es dann los mit dem Model Y. Da werde ich euch den zeigen. Und natürlich wird da auch Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, alles gezeigt in einer normalen Analyse, wie man so ein Auto bestmöglich analysiert mit einer Envisum Scoring. Aber heute geht es nochmal um das Model 3 Highland Standard Range mit allen Vor- und Nachteilen und was ich euch dazu empfehlen kann. Und dann eine Bewertung zum Model 3 Highland gibt es dann sicherlich bei Mavs Rides TV. Aber heute nochmal aus der kompletten Erlebnisbrille, wie ich das Fahrzeug jetzt erlebt habe in den letzten, ja, 2,5 Monaten. Und ich habe schon 10.800, also knapp 11.000 Kilometer auf der Uhr. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. And up here the flight deck for you. Ja, das Model 3 Highland, so wie es hier steht, kostet momentan in dieser Ausgabe 45.000 Euro inklusive dem weißen Leder, inklusive der Überführung mit 18 Zoll Rädern. Und dieser Radsatz hier kostet 3.000 Euro, die Tieferlegung inklusive Distanzscheiben ungefähr 500-600 Euro. Und das habe ich gemacht und ansonsten ein paar Änderungen innen im Innenraum, die zeige ich euch aber gleich. Aber jetzt gehen wir einfach nochmal drum rum und ich sage euch einfach mal, was war gut, was war schlecht und was sind meine Empfehlungen, was ist meine Kaufempfehlung danach oder ob ich es nochmal kaufen würde oder was ich mir jetzt bestellen würde. Also gehen wir mal drum rum. Ja, das Model 3 Highland ist natürlich das Facelift zu dem seit 2018 und 2019 in Deutschland ausgelieferten Model 3. Es sieht hier einfach verändert aus, denn ich habe es ja tiefer legen lassen, 4 cm tiefer mit 20 Zoll Rädern und dazu natürlich die Winterbereifung. Was habe ich vorne gemacht? Und zwar das Nummernschild. Und wenn man das Auto jetzt einfach so sieht, dann wirkt es einfach viel erwachsener als das alte, ein bisschen moderner durch die sleekeren Scheinwerfer. Und ich muss sagen, rein optisch gefällt es mir heute noch genauso wie am ersten Tag. Und durch die kleinen Veränderungen, muss ich sagen, hat sich das gelohnt. Aerodynamisch habe ich natürlich hier das Nummernschild etwas optimiert. Ich habe seitlich diese Altherren-Transport-Gummilippen hier vorne an den Rädern habe ich abmontieren lassen. Ansonsten die Scheiben fehlen noch in der Tönung. Und wenn man so drumherum geht, ja, er sieht halt einfach wesentlich tiefer aus. Und hinten, was habe ich da gemacht? Ja, den Tesla-Schriftzug in Schwarz.
Das war also auch eine 20-Euro-Aktion. Die Sachen habe ich euch über Amazon unten verlinkt. Auch den Spoiler hinten drauf ist jetzt nicht der originale, aber auch mit einer entsprechenden Carbonstruktur. Und hier auf dem Nummernschild ist jetzt leider ein bisschen dreckig, habt ihr auch Carbon drauf. Und hinten die Aufhängung habe ich auch gemacht. Das Fahrzeug sieht von hinten jetzt natürlich wesentlich sportlicher aus und durch die Tieferlegung sehr breit. Also rein optisch muss ich sagen, ist das Auto bisher für mich sehr positiv und ich finde, da hat Tesla einen guten Job gemacht. Aber wenn man jetzt mal anfängt, wir fangen jetzt mal an mit den wichtigsten Features, das ist Safety, Sicherheit. Also das Fahrzeug hat mir jetzt in den letzten 10.000 Kilometern gezeigt, wie toll es auf Schnee performt, wie sicher es einfach ist durch die Spurhaltefunktion, durch die auch mal Abbremsfunktion, wenn einer in meine Spur gezogen hat. Da muss ich sagen, hat mir das Auto wirklich jetzt viel geholfen. Ansonsten vom Gefühl her, von den Bremsen, Fahrwerk, hat das alles super gepasst. Also da muss ich sagen, hatte ich nie das Gefühl, dass ich da irgendwie schlechte Bremsen habe oder sich das irgendwie jetzt verschlechtert hat. Es ist ein ausgereiftes Auto und ich muss sagen, in dem Sinne würde ich jetzt nicht mehr erwarten. Es hat sich auch von der Versteifung der Karosse was getan. Ihr seht das hier unten, diese Türzargen sind dazu gekommen, die gehen dann hier rein. Und einfach hier in den Aufhängungen, das hat auch ein Tesla-Ingenieur gesagt, hat Tesla dann nochmal was dazu gemacht. Und ihr hört beim Zufall der Tür, das ist einfach ein tolles Auto. Und von der Sicherheit muss ich sagen, absolut 5 Sterne, kann ich nicht anders sagen. Und das bestätigt natürlich auch der Test des Model 3. Ich bin gespannt, wenn NCAP jetzt den Wagen in 2024 nochmal testet, weil das 2019, die letzte Analyse, war ja das normale Model 3. So, jetzt kommen wir weiter zur Efficiency bzw. zur Performance von dem Auto. Ja, die 201 Abriegelung, die muss ich sagen, ist ein Rückschritt. Das ging ja vorher schneller, da bin ich fast 220 mitfahren können. Aber ich muss sagen, der Wagen ist durch das leise Abroll, durch die etwas verringerten Geräuschkulissen innen drin, auch bei 200 jetzt sehr gut fahrbar. Und das war vorher natürlich bei 200 schon etwas lauter und bei 220 natürlich schon so richtig. Windgeräusche sind super gering. An der A-Säule habe ich so gut wie gar nichts, an der B-Säule auch nichts. Und man muss sagen, hinten saß ich natürlich jetzt bei hohen Geschwindigkeiten nie, aber auch da soll es ja leiser geworden sein. Von der Performance, von der Beschleunigung noch, ja, es sind ja knapp 5,9 Sekunden, knapp unter 6, das oder 6,1 nach deutschem Test, das reicht völlig. Ich bin aber meistens im Lässig-Mode auch gefahren, weil das nutzt man in den seltensten Fällen. Und wenn man dann mal beschleunigen will, dann habe ich über den linken Lenkradknopf einfach mal schnell die Funktion umschalten auf normale Beschleunigung. Und man muss sagen, man ist einfach schnell genug unterwegs. Von daher muss ich auch da sagen, von der Performance bin ich völlig zufrieden. Von dem Fahrwerk her muss man sagen, durch die Tieferlegung, durch die Vogtlandfedern und die Spurplatten liegt er jetzt natürlich bei 20 Zoll Bereifung etwas satter. Und da muss ich sagen, es ist natürlich nicht absolut auf Sportwagen-Level. Dazu bräuchte man, glaube ich, die Querlenker von Merle oder man müsste da noch ein bisschen was machen, vielleicht eine etwas sportlichere Abstimmung. Er sieht jetzt mehr nach Sportwagen aus, als er sich jetzt wirklich fahren lässt. Allerdings muss man sagen, die Traktion war immer super und ich bin auch auf schnellen Abschnitten immer in Kontrolle geblieben. Ich fahre ja auch wirklich GT4 Porsche, Spider Porsche, also da habe ich einiges schon gefahren und das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich muss sagen, man kann jetzt mit dem Wagen schon sehr, sehr zügig unterwegs sein. Ja, zu der Efficiency, nach der Performance-Bewertung zur Efficiency kann ich euch gleich innen drin nochmal zeigen, wenn wir in den Innenraum gehen. 19,8 war mein Schnitt auf 11.000 Kilometern und ich bin wirklich sehr schnell gefahren. Und vor allen Dingen auch mit diesen Rädern. Und da muss ich sagen, das merkt man. Also ich bin ja die ersten 500 Kilometer mit den 18 Zöllern gefahren, Sommerbereifung. Und da war ich so irgendwo bei 16, 17 Kilowattstunden auf 100 bei 0 Grad. Und als ich dann die großen drauf gemacht habe, habe ich es also fast nicht geschafft unter 20. Und da habt ihr ja auch die Langstreckenfahrten hier auf dem Kanal zu sehen bekommen, wo ich da 21,6, 21,8 gefahren bin im Schnitt. Und da muss man schon einfach sagen, das ist schon eine Verschlechterung im Bereich von 10-15%. Und da muss ich sagen, das tut auch mir weh und ich kann das eigentlich nur verkraften oder sagen wir mal akzeptieren, wenn ich mir jetzt diese Optik von außen angucke und sage, okay, also ich meine, der Wagen liegt jetzt einfach wie
wie eine 1 auf der Straße, tief, super sportlich, super breit. Und wenn ich jetzt gucke, mal da hinten, das ist der normale Vorgänger. Das sieht natürlich aus wie ein normales Auto und der hier sieht einfach aus wie ein Performance. Und diese 15% an Reichweite, an öfterem Nachladen, es kostet jetzt nicht die Welt. Ja, das sind dann halt auf 100 Kilometer ungefähr 40, 50 Cent mehr. Das ist jetzt nicht ein Vermögen, aber manchmal von der Reichweite tut es einem halt schon weh, weil wer so ein bisschen auf Reichweite und Effizienz achtet, der muss einfach sagen, große Räder tun dann weh. Ja? Das ist einfach so und man muss schon sagen, dass diese 20 Zoll Dimension gerade in der 11 Zoll Bereifung hier einfach auf diesen kleinen Model 3 eine richtige Hausnummer ist. Ja? Also auf einem Model Y ist es das nicht und auf einem Model S ist eine 21er, dann eher sowas Großes. Also das merkt man schon. Also von der Effizienz muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht positiv überrascht, sondern das hat sich jetzt nur aufgrund der Felgen verschlechtert. Und beim Vorgänger Standard Range, was ich hatte, da war das also mindestens genauso sparsam. Da ist jetzt kein großer Fortschritt entstanden. Also von daher muss man sagen, da haben andere Marken wie zum Beispiel Porsche beim Taycan jetzt wesentlich mehr rausgekitzelt. Da muss man sagen, ist das Model 3 Highland nicht besser als der Vorgänger. Auch wenn man sagen kann, die Aerodynamik ist besser durch die 0,219 statt 0,23. Aber mit so Rädern macht man sich das natürlich alles kaputt. Ja, also von daher, die positiven Sachen sind Sicherheit, Performance. Sicherheit ist es besser geworden, Performance eher ähnlich und Effizienz nicht besser. Also da hat sich nicht viel getan. Also einziger Gewinn von der Außenoptik, die Optik, von der Sicherheit ein bisschen und von den anderen Dingen eigentlich nichts. Kann man eigentlich sagen, dass von außen sich das wirklich, naja, also jetzt fahrdynamisch und von außen rein optisch verbessert hat, ansonsten eher nicht. Ja, also das ist meine Bewertung für das Äußeren. Und jetzt gehen wir aber in den Innenraum und da muss ich sagen, da hat sich wirklich viel getan und das ist auch das, was mich heute noch wirklich sehr positiv stimmen lässt. Ja, wenn ich mir nämlich mal angucke, ich nehme mich jetzt einfach mal mit, wir schauen uns mal die Materialien ein und den Innenraum, muss ich sagen, hat sich da viel getan. Ja, alleine wenn die Türen so aufgehen, das Gefühl, wenn sie zugehen, das ist also wirklich ein Hammer. Und was mich natürlich wirklich fasziniert, ist, dass das hier jetzt alles so oberflächenbeledert ist. Also man sieht ja auch, wenn man hier reinfährt, es ist rumgeklappt. Es ist nicht nur ein Kunststoff, sondern es ist so eine Lederoberfläche, die hier rumgeklebt ist. Und hier drin ist so ein schöner Filzteppich. Also wirklich toll. Und alles runter und alles bis unten. Da ist nichts Kunststoff. Auch hier mit den Nähten, die Knöpfe sind gut, auch die Haptik hier ist gut, dass man halt wirklich hier auch das Gefühl hat des Druckpunkts. Die LED-Leuchte ist natürlich toll, da wünsche ich mir nur, dass man sie auch in der Farbintensität noch verstellen kann, denn am Tag ist es ein bisschen dunkel, das würde ich mir wünschen. Ansonsten muss man sagen, Windgeräusche keine und auch hier oben dieses Leder überklebt hier, ist nicht ganz so toll wie im Model S, aber fast. So, und wenn ihr jetzt mal hier reinguckt, einfach hier alles beledert, dann hier die LED-Leuchte rum und diese belüfteten Sitze hier, also wirklich ein absoluter Traum. Und mit meinen Kissen hier ist natürlich sehr angenehm, was mir super gefällt. Und da habe ich mich also schnell dran gewöhnt, ist natürlich das Lenkrad. Ich kam ja vom Model S, da muss man sagen, sie ist natürlich hier die Blinker links und rechts. Aber ich sag mal, jeder, der mal in seinem Leben Motorradführerschein machen möchte, der sollte auch das können hier. Denn beim Motorradfahren macht man das auch so. Am Lenkrad links, rechts oder bei BMW rechts, links oder Harley rechts und links und bei den anderen Marken eigentlich hier. Und das ist wirklich sehr angenehm, liegt in der Hand. Ich finde es auch sehr sportlich und die Materialien hier drin toll. Und was mir absolut wirklich gefällt, und da bitte achtet mal bei den anderen da drauf, hier alles dieser Filz, dieser hochwertige Teppich, hier diese Edelstahlleiste und hier ist kein Kunststoff. Und auch das hier unten ist wirklich sehr weich gemacht, nichts Billiges und dann gleich hier dieser Lederübergang. Ihr seht, ich habe hier die Fußmatten ausgetauscht, weil die gefallen mir nicht beim Original, die sind sehr billig. Hier unten noch die Pedale rein und dann wirkt das wirklich sehr cool. Und ansonsten muss ich sagen, der Innenraum, also der überrascht mich positivst. Und da bin ich immer noch so happy wie am ersten Tag, denn alle Materialien hier einfach wie im Model S mit Filz auf beiden Stationen,
das ist einfach toll. Ja? Und da muss ich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mir ein anderes Auto aussuchen könnte, wo ich das dann machen kann. Zwei Ladeschalen vorne, dass meine Frau oder mein Beifahrer schön laden kann und ich sagen muss, ja, dein Handy, das können wir jetzt erst, wenn wir da sind, laden. Oder hier hast du ein Kabel. Also, dass das hier drin ist, das finde ich einfach toll. Hat sich natürlich im Vergleich zum Vorgänger nicht verbessert, aber es sieht jetzt einfach nochmal ein Level besser aus. Und auch hier so die Perfektion, das ist gut, die Cupholder hier auch toller. Hier habe ich natürlich diese Schalen reingemacht, die links, die habe ich auch unten drin. Hier auch die Schale, ja, und das ist einfach toll. Und im Beifahrerbereich natürlich genauso. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, ist natürlich hier oben, dass das hier in Schwarz ist mit Stoff oder natürlich noch cooler mit Alcantara, aber da muss ich sagen, dann kann man sich echt gleich ein Model S kaufen. Die Sachen hier oben mit dem Touchlicht, das ist natürlich total cool. Hier habe ich, das ist übrigens Ukraine-Flagge, ich unterstütze ja die Ukraine, ist ja klar. Und hier oben, das ist alles toll und man fühlt sich wirklich gut. Geräuschkulisse hier drin ist super, wurde jetzt natürlich durch die Winterreifen schlechter. Es ist klein, es ist einfach kleiner als Model S. Das ist das Einzige, was mir immer wieder auffällt, wenn ich das Model S fahre. Aber ich nehme euch jetzt mal nach hinten. Und ich finde auch, man sollte auch mal so ein Auto nach hinten angucken, denn hinten sitzen ja auch die Passagiere und die darf man ja nicht vernachlässigen und einfach mal so tun, als wenn einem die egal wären. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und da muss ich sagen, da gibt es nur ein Auto, was mir bisher besser gefallen hat hinten. Und das ist sicherlich natürlich der große Bruder von diesem Wagen hier. Aber auch hier seht ihr einfach, das hat einfach die gleiche Güte wie vorne, ist ja logisch, hier hinten auch alles gefilzt, hier das Leder. Hier nur der Stoff, hier ist auch ganz weich und hier unten wieder der High-End-Filz. Und hier auch dieses Leder, das ist also wie im Model S. Oder auch hier, das ist beledert. Ja? Also wenn ich hier reinfasse, ich fasse hier an das Leder, hier an diese weiße, an dieses schwarze Ding. Und hier seht ihr auch, habe ich zwei Bluetooth-Kopfhörer von Sony rein. Für die hintere Kinowand, ja, und das muss man sich einfach mal vorstellen. Schaut euch mal einfach hier die Vernähung an und diese hochwertige, nicht Kunststoff, Plastik quer, sondern hier mit Aluminiumrand. Also das ist einfach, guckt mal gerne im BMW i5 oder im EQE, wie das gemacht ist und schaut euch das dann hier an. So, und jetzt merkt man auch, Tesla hat hier die Sitzwanne etwas verändert. Man sitzt jetzt tiefer. Und ich muss sagen, man hat hier einfach ein mega Gefühl hier drin, jetzt hier so zu sitzen. Und jetzt da unten zwei USB-C plus der Bildschirm mit Film, Netflix, YouTube, Disney, die Musik, die Sitzsteuerung. Ich kann hier sogar wie im i7, guckt euch das an, den Vorfahren. Ja? Und jetzt sitze ich hier hinten wie ein Chef im Model 3. Und das muss ich sagen, hat hier hinten an Business-Klasse-Level gewonnen und das ist, sind Welten. Ich war jetzt gerade mit meiner Frau in Paris und wir sehen, ihr seht auch übrigens hier den Starlight-Himmel und natürlich hier die Disco-Kugel. Es hat hier hinten wirklich gewonnen. Ja. Ich saß in Paris hier hinten im Model 3, sind mal mit Uber gefahren, vom Hotel dann zurück und saßen wir beide hier hinten drin. Und jetzt, wenn ich jetzt hier drin sitze, in diesem weißen Leder hier, mit dieser perforierten, mit allem Leder, dem Bildschirm hier unten, wo ich meine eigene Sitzheizung anmachen kann. Also da muss ich sagen, das ist für ein Model 3 einfach BMW 5er Level und mehr, weil im BMW 5 hat man das nicht. Ja, man hat keinen Bildschirm, man sitzt nicht so entspannt, man hat kein Leder, man hat nicht diesen hochwertigen Teppich in der Tür. Also es ist einfach, das hier ist nicht Leder, muss ich sagen. Ich bin hinten absolut begeistert und muss sagen, das ist 5 Sterne. Und für die Klasse, für das Geld, absoluter Hammer. Und auch sonst, wenn man jetzt mal so guckt, wir fahren mal wieder den Sitz nach hinten. Es geht natürlich nur im Sitzen, sonst würde sich der Beifahrer beschweren. Dann ist das hier einfach ein tolles Auto, ja. Und jetzt hier mit den beiden Kopfhörern, super. Und was ich natürlich absoluter Hammer finde, Camping Mode an, dann ist das Fahrzeug 24 Stunden beheizt. Man stellt das ein, man schließt ab und dann habe ich natürlich, ist auch Link unten, hier haben wir jetzt drin gecampt, gezeltet. Dann kann man das hier so zukleben, hier so rein. Das ist natürlich jetzt von der anderen Tür hier. Zeige ich das mal, dann kann man das hier so reinmachen. Tschack. Und das passt dann ganz gut. Und dann kann man hier drin also wirklich auch mal schlafen. Und das sind alles Funktionalitäten, wo ich sagen muss, ist dieses Auto einfach
absolute Hammer. Es hat einfach Lifestyle. Ja? Aber ansonsten Innenraumqualität, Verarbeitung ist gut, bis sehr gut, kann man gar nicht meckern. Und die Materialien, muss ich sagen, sind absolut weit über dem Klassendurchschnitt. Und um jetzt nochmal hinten reinzugucken, die Größe will ich euch jetzt gar nicht zeigen, weil ich habe was hinten drin. Aber auch hier, wenn ihr mal drauf achtet, dieser schwarze Filzteppich hier, das ist wie im Model S. Und das ist, also BMW i7 hat so einen Teppich, BMW i5 hat einen schlechteren. Muss ich auch sagen, bin ich auch absolut zufrieden. Gut, was könnte man hier machen? So einen komischen Wischer hier unten installieren. Ja gut, also dazu gehe ich zu wenig einkaufen. Muss jetzt für mich nicht sein. Und vorne kann man ja auch noch was unterbringen. Das Fahrzeug an sich super. Jetzt zeige ich euch noch den Verbrauch, dass er mir das abkauft. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Auch vom Beifahrer natürlich tolle Sache. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Hier Tipp. Ihr seht es hier, 10.867. Hier, das ist er. 10.867. Und Verbrauch, tschack, 10.867, 19,8. Und die Temperaturen waren jetzt natürlich bis minus 11, habt ihr gesehen, meine Fahrten alle auf dem Kanal. Also, außen keine großen Veränderungen, bis auf optisch. Performance nicht besser geworden, eher langsamer, ist also ein Nachteil. Effizienz auch keine große Verbesserung. Also rein außen optischer Gewinn, dass er einfach cooler aussieht. Von innen sind es Welten, es ist wesentlich leiser, das Fahrzeug ist komfortabler geworden durch das Fahrwerk und die Materialanmutung ist einfach weit über der Klasse. Und da muss ich sagen, hat das Auto natürlich jetzt in meiner besten Liste in den bisher gefahrenen Teslas den zweiten Platz bekommen, nach dem Model S Plaid, wo alles natürlich noch besser ist. Allerdings Preis-Leistung ist das Auto natürlich besser. Also 45.000, so wie er hier steht, mit den Extras. Ich hatte jetzt noch Glück durch die 4.500 Nachlass. Was muss man zum Preis sagen? Ja, es gibt momentan keine Förderung. Das Auto kostet also 42 noch was. Ich würde wieder den Standard Range kaufen. Autoradio ist super hier drin, Soundbar vorne. Es sind hinten zwei Lautsprecher, er hat nicht den vollen Umfang wie das Model 3 Dual-Motor. Das würde ich dann kaufen, wenn diese 9000 Unterschied nicht ganz so schwer wären. Von der Power reicht das hier, von der Höchstgeschwindigkeit nehmen sie sich nicht. Und ansonsten muss ich sagen, bis auf Schneemomente und halt ein bisschen mehr Reichweite, aber das sind glaube ich keine 50 Kilometer und ich lade immer 100 Kilometer hier, ist es gut. Jetzt kommen wir noch zum Ladeprogramm. Das Laden hier, und da muss ich sagen, das ist ein Rückschritt. Denn im Winter, dieser LFP-Akku, wenn der nicht vorgeheizt ist, oder sprich, wenn man den nicht in der Garage hat, das tut weh, denn das dauert dann einfach ewig, weil man so langsam anfängt. Der fängt ja mit 30, 40 Kilowatt an und das ist natürlich nicht zeitgemäß. Von daher hoffe ich mal, dass da irgendwann mal die Blade-Batterie reinkommt. Da hatte ich also schon Besseres und der Dual-Motor ist natürlich da wesentlich schneller durch die Lithium-Ionen-Akku-Batterie, die da dran ist von LG. Der sollte also schneller laden im Winter. Da muss ich sagen, da muss man ein bisschen Geduld haben oder halt zu Hause laden. Ja, für mich ist das halt auffällig, weil ich halt vom Supercharger komme und das gewohnt bin. Also da muss ich mal rechtzeitig vorzeigen. Das habe ich euch aber auch schon in den Langstreckenvideos gezeigt. Ansonsten, man kann immer bis auf 100% vollladen. Und ich bin nie weiter als 300 Kilometer jetzt gefahren im Winter, weil bei 60 Kilowattstunden brutto, 55 netto, könnt ihr ja mal ausrechnen, wenn ich da um die 20 brauche, da komme ich einfach nicht 300 Kilometer oder nicht weiter. Allerdings im Stadtverkehr und wenn es jetzt wärmer wird, wird das besser. Also von daher, Batterietechnologie ist sicherlich nur durchschnittlich. Ladegeschwindigkeit, wenn er vorgeheizt ist, geht schnell, innerhalb von einer Stunde vollladen. Und meistens lade ich dann halt von 2-3% auf 60 und dann geht es weiter. Und da habe ich euch ja schon gezeigt, dass man damit dann gut über die Runden kommt. Also, gesamt, das Auto ist Preis-Leistung, ist es absolut sensationell, weil es hat viel mehr Features, Hintenbildschirm, belüftete Sitze, viel besseres Innenraumgefühl durch die Materialien, leiser, besseres Fahrwerk. Das alles für 1000 Euro Preiserhöhung. Model Y wird natürlich als Juniper in allem nochmal eine Nummer besser, weil es dann einfach größer wird und sicherlich dann wesentlich mehr Platz bietet. Aber wenn man wirklich nur zwei Kinder hat oder sehr sportlich das Auto optisch haben will, tut es das Model 3 Highland. Ja, Kaufempfehlung natürlich. Ich würde wieder einen Standard Range kaufen. Ich würde keinen Dual Motor kaufen. Wenn ich mir da irgendwie was kaufen würde, wäre es wahrscheinlich das Performance Modell. Und oder halt in Model Y dann. Und da muss ich sagen, das wird hoffentlich bald kommen und dann sehen wir weiter. Aber Fazit nach 11.000 Kilometer für dieses Auto, durchaus positiv.
innen fantastisch besser, außen nur Optik besser, technisch eigentlich von der Fahrdynamik wenig, also sprich von der Performance kein großer Vorteil und Efficiency auch nicht. Aber man muss sagen, das Auto hat einfach an Charakter gewonnen, ein wahnsinnig gutes Facelift und für 45.000 Euro muss man einfach sagen, ja, da gibt es wahrscheinlich wenig Vergleich. Einziger Wermutstropfen sind natürlich momentan noch die Finanzierungs- und die Leasingprogramme bei Tesla über die Santander Bank oder auch die anderen Banken, die dann gehen. Das ist nachbesserungsbedürftig und deswegen glaube ich auch, tut man sich momentan schwer, die Autos zu verkaufen. Denn wer so ein Auto bar bezahlen muss, und das sind halt die Privatleute, der überlegt sich das natürlich bei 6% überhaupt zu machen oder natürlich bar zu kaufen. Und von daher ist es momentan nicht so einfach. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt so aus der Fahrerperspektive dieser Test. Und auf meinem neuen Kanal, wo es dann ab morgen losgeht, da wird das dann ganz normaler Journalismus, wie man Autos testet und die Faszination von jeder Marke, von jedem Produkt kommt dann natürlich rüber. Dieses Auto hier, Tesla Model 3 Highland, absolut cool aus der Perspektive des Fahrers und ich habe euch die Vor- und Nachteile genannt. Also eigentlich eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, weil für den Preis gibt es wenig Alternativen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das Auto zeigen. Ich muss sagen, ich glaube, die nächsten 50.000, 60.000 Kilometer gibt es bei dem Auto nichts zu meckern. Verbräuche werden runtergehen, sobald es wärmer geht. Und von der Optik habt ihr ja gesehen, was ich draus gemacht habe. Schönen Dank fürs Zuschauen und Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr beim nächsten Mal nichts. Und Mass Rides TV geht es dann möglichst los und dann hoffe ich, dass ich auch viele von euch dort wiedersehe. In diesem Sinne, schönen Abend, Servus